fahren wir auch gleich weiter. Grab der Erweckten. Jo, kurz und knackig, sage ich mal ganz ehrlich, ich hätte mir den letzten Part hätte ich mir eigentlich sparen können, indem ich einfach das Portal hätte benutzt. Aber auf der anderen Seite brauche ich ja ein bisschen Kohle. Ja, von daher ist es... Es ist jetzt nicht so schlimm, aber... Es ist schon cool, wenn man hier alles one-hittet. So, oh, Armbrust. Ah, Armbrust. Jo, ich würde es gerne mal... Weißt du was? Ich probiere die mal. Nee. Nee, nee, nee. Ich nehme hier mal den zielsuchenden Schuss. Der macht alles um einiges einfacher. So, Elaine und Nachtare, ihr beiden Süßen. Hier ist auch bestimmt eine Falle. Ja, war klar. Zum Glück kein Problem für mich. Meinem Nachtare geht es auch gut. Dann machen wir uns mal eine Heilung, Mädchen. Wunderbar. Lederrüstung. Ich glaube, durch diese Dungeons haben wir extrem viel vorangelevelt. Ich habe wenig Mana. Super, okay. Eigentlich krass, dass der das so krass geblockt hat. Lederstulpen, okay. Oh, Feuerschaden und erhöhte Erfahrung. Dann nehme ich den Ring mal runter und hau den mal hin. Weil Erfahrung kriege ich sowieso. Aber die Erfahrungsringe behalte ich mal. Ich glaube, die kann ich vielleicht beim Alchemisten verbessern. Hier ist auch der Todesblutstein. Oh, perfekt. Ich weiß nicht, ob ich da lang will. Aber warum eigentlich nicht? Phasenportal. Was wird das? Verlorene Kammer. Okay, das wird interessant. Ah, hier müssen wir nicht genug Mana. Hier müssen wir gut aufpassen. Nachtara, bleib da bloß weg. Warte, bis das Gift sich verflüchtigt. Ich habe nämlich keine Lust, dass die hier... Ist das super. Ich habe wenig Mana. Wenig Mana. Kommt er hier rein oder ist er zu groß? Oh shit.
nicht ausreichend. Oh, das gab Ruhm. Das gab ordentlich. Das gab eine ordentliche Stange. Ich habe wenig Mana. Also wenn ich kein Crit mache, dann habe ich ein Problem. Ich habe wenig Mana. Okay. Das ist ein Zombie. Na gut, da darf der mal ein bisschen blöd sein. Jetzt will ich erstmal gucken, was ich alles bekommen habe. Okay, Todesglutstein ist natürlich... Gesundheit, das ist so super. Weißt du was, die Erfahrungsdinge haue ich mal weg. Ist natürlich eigentlich eine Schande. 139, 159. Na gut, er hat die Verzauberung verloren. Das bedeutet, das Ding kann weg. 6 Giftresistenz, 4 Mana. Oh ja, das trage ich. Nicht schlecht, die Kleine mittlerweile. So, was? Ja. Fordert 14, das kann ich bald machen. Mana nicht ausreichend. Ja, dann lass dein Mana mal ein bisschen. Zwei Tierenruhe, du Lümmel. Ich glaube, es geht los hier. Trink mehr Mana. Aber wir kriegen ja eigentlich genug Mana-Tränke. Ja, trinke ich mal einen Heilungstrank. Ich hätte mich natürlich auch heilen können. So, wir haben hier wieder ganz viel Zeug gefunden. Nein, 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 nein! Nicht genug Mana. Jo, reicht ja auch. Was war das? Sieht für mich so aus, als wenn hier irgendwas... Ah, die springen da... Boah, ihr Lümmel. Springt da runter. Aha. So, kann ich jetzt endlich mal mein Inventar angucken. Stärke 6 kriege ich doch eh nicht. Lederwaffenrock. Ja, ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht wirklich mal was auf Stärke setzen sollte. Okay, weiß man nie so genau. 4% erhöhtes Zaubertempo. Das ist ganz nett, aber brauche ich echt nicht. So, was sagt denn mein Partner? Kann ich der Kleine nicht noch irgendwas geben? Ach, weißt du was? Komm. Weg damit. Achso, ja. Na gut. Grab der Erweckten, das ist wunderbar. Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. Ja, das Portal hat sich gelohnt.
Kann ich hier nicht noch irgendwas untersuchen? Das erinnert mich so ein bisschen an Battle Chasers. Nur, dass Battle Chasers eine volle Controller-Konfig. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Okay, war aber jetzt nicht so viel. Na, weg damit. Was wollte ich sagen? Erinnert mich so ein bisschen an Battle Chasers. Ich weiß noch nicht ganz, was schneller da war, aber ich glaube, Battle Chasers war ein bisschen später. Das war ein schöner Crit. Ja, der Unterschied ist halt, dass Battle Chasers halt eine komplette Controller-Unterstützung hat. Und ich dementsprechend einfacher mit dem Spiel manövrieren kann. Weil so ist es halt immer ein bisschen schwierig. Ich muss sagen, der zielsuchende Schuss ist super. Wenig Mana. So, dann sammle ich den ganzen Geschiss mal auf. Ist das das Klo? Sieht für mich nach Klo aus. Ich habe nicht genug Mana. Ja, wenn du nicht genug Mana hast, dann... Tatsache. Das ist ein Steinklo. Wie unangenehm. Hat man also den Arsch in Luft gehalten und feuerfrei. Warte mal, Lederstulpen. Doch, die können weg. Okay. Ja gut. Dann ist das so. Nee, bloß weg da. Hier komme ich runter. Bei sowas, bei solchen Dungeons gehe ich eigentlich immer ganz gerne erstmal den inoffiziellen Weg, den offen oder der offensichtlich nicht so inoffiziell ist. Man sieht's. Hat eigentlich super geholfen. Hat gut was gebracht. Nicht meckern. Na, na super, dann will ich hier mal weiter. Ich bin mal gespannt, wie lange das wirklich geht. Aber ja gut, ich habe ja einen Break gemacht. Okay, stimmt. Na gut. Weiter. Wir können ruhig noch ein bisschen weitermachen. Wir sind hier erst bei 13 Minuten. Bekommen. Ja, ist ja gut. Okay, ich habe zwei, aber dafür zwei Sockel. Nämlich das da. Neue Zaubersprüche. Elementarschutz. Den behalte ich erstmal. Ich kann nämlich nicht so viele Zauber lernen. Die ist relativ linear. Was nicht schlecht sein muss. Was nicht schlecht sein muss. So, was bringt jetzt der Hebel? Ich nehme an, den muss ich beide... Hast mich nicht getroffen, hast du Schnaps gesoffen.
okay, der hat also die Brücke aktiviert und der andere Hebel aktiviert irgendwas anderes. Ich habe nicht genug Mana. Dann schieß halt normal. Das passt ja auch so, Mädchen. Das machst du super, Elaine. Weißt du was? Ich gehe nach hier oben. Ich glaube, das mit den Skeletten ist echt super. So, und das hat jetzt was gebracht. Nein, Elaine, komm, nach Dara, komm da runter. Och, Mädchen, wieso? Ich habe wenig Mana. Du brauchst auch nicht viel Mana. Ich habe nicht genug Mana. Oha. Mal hauen wir noch mal ein paar von diesen Dingern rein. Ich habe wenig Mana. Wir sind eine Stunde aufgestanden. Super, ich kümmere mich gleich um meinen Stufenaufstieg. Das war vielleicht dumm. Mein Inventar ist voll. Mein Gepäck ist voll. Dein Inventar ist voll, okay. Das kommt alles rüber. Das auch. Ah, nein. Gold finden 1 erhöht, Verteidigung und Magie kann auch weg. Das kann auch weg. Okay, dann kann das Vieh nämlich... Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. Kann... Unser Mädchen nämlich schon mal anfangen, Sachen zu verkaufen. Okay, Level-Ups würde ich sagen, haue ich auf den Abenteurer drauf. Und alles andere halt hier dann drauf. Ruhm und so ein Geschiss. Und dann sollte ich eigentlich mit den Skills gut vorankommen. Warte mal, will ich hier lang? Oder will ich erst... Ich will erstmal hier rein. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Super, 5 Huni. Oh, das war schön. Ich habe nicht genug Mana. So, Zeug. Tschüss, Skelett, mach's gut. War schön mit dir. Aber ich stehe nicht so auf Knochen. Das ist ein sehr guter Magiergürtel. Der hat keinen Sockel, aber dafür hat er 2 Verzauberungen. 64 schneller Bogen. Weg damit. Weg damit. Oh. Selten Handschuhe. 6 Rüstung, 3 Rüstung, 2 Feuerschutz. Giftschutz erhöht jeglichen körperlichen Elementarschaden um 3%. Nee, ich bin ja kein Zauberer. 3 auf Verteidigung ist natürlich super. Aber auf der anderen Seite
brauche ich das erstmal nicht. Ja, Stadtportal-Schriftrolle, ja, die kann auch rüber zu Elaine. Zu unserer Nachtara meine ich, Entschuldigung. Hier ist ein Händler. Jo. Der kann uns ein paar Sachen verkaufen. 1 bis 10. Das nehme ich mal mit. Gesundheit. Giftschaden nehme ich mal mit. Das kann weg. Ich mache keinen Feuerschaden. Das brauche ich auch nicht. Rüstung und Geschicklichkeit ist richtig. Gesundheit wiederherstellen. Ja, ansonsten, wenn ich schon mal hier bin. Ich würde dann nämlich sagen, hier Rüstung verringern ist eigentlich ganz gut. Wenn ich das nehme, und ansonsten würde ich mich gerne auf Gift festlegen. So, die Frage ist, wo müssen wir jetzt genau lang? Längerer Part, was aber nicht so schlimm ist, kann man ja zwischendurch mal machen. Na, kannst ja nicht alles blocken. War ich hier schon? Es läuft ganz gut. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich jetzt wirklich lang muss und wo ich eher lang will. Aber es ist mir mittlerweile relativ wumpe. Ah. Hier kommen Skelette raus. Mana nicht ausreichend. Komme ich da auch rein? Nein. Okay, da habe ich nur ein paar Skelette rausgeholt. Na gut. Also die normalen Dungeons, also die Karten-Dungeons sind natürlich super. Die sind von der raus. Ich glaube, hier lang muss ich. So, bevor ich aber hier lang wirklich gehe, drehe ich mich rum. Das sieht nämlich nach einem großen Raum aus. Der Schwestern. Interessant. Gehe ich nämlich erstmal hier lang.
Okay. Angel ich mal ein Fischling ein. Nichts gefangen. Das war zu spät. Zu früh, Entschuldigung. So, du hast eine Blubberqualle. Na super, da kann ich unser Nachtharelein wieder in so einem Blubber-Dingsbums finden. Ups, ouch. Jo. Ja, ist ein bisschen was. So, das kann rüber, das kann rüber, das kann rüber, das auch, das auch. Weg mit dem ganzen Kram. Na gut. Okay, hier ist zu. Bin ich froh, dass ich doch noch mal hier lang bin. Sag ich ganz ehrlich. Was war hier los? So haben wir nicht gewettet, meine... Oha, jetzt ist aber hier... Okay, Mana nicht ausreichend. Kommt hier noch mal was? Ach, weißt du was? Oh, 2% schnellerer Angriff ist natürlich super. Die Identifizierungsschriftrolle. Was war denn das? Erhöht Giftschaden um... Oh ja, die ist richtig gut. Das behalte ich auch mal. Das kann weg. Das kann auch weg. Ich dachte schon, habe mich schon erschreckt, aber es ist mein Tier. Hoffentlich verwandelt die sich auch wieder zurück. Feuerstein. Das kann weg. Das kann auch weg. So. Jetzt wollen wir mal weiter hier. Ich glaube nämlich, dass es hier echt die Kacke am Dampfen ist. Erstmal hier langlaufen. Aber hier ist nichts. Okay. Ja, das habe ich mir gedacht. Okay, das bedeutet, jede Truhe, die ich öffne, gibt ordentlich Boost. Und hier ist das Ding, was wir brauchen. War das nur bei einer Truhe so? Ledermütze. Gold finden 1% erhöht, aber ich denke mal, mit Gold habe ich kein Problem. So, da ist wieder unser Nachtharelein. Der Rat hat befohlen, die Nekropole zu versiegeln. Mit etwas mehr Zeit könnte ich den Erweckten ihre Verderbtheit austreiben. Aber sie hören einfach nicht zu. Sie nennen die Wirkung des Glutsteins einen Fluch und geben vor, sich um die friedliche Ruhe unserer Ahnen zu sorgen. Aber in Wahrheit haben sie bloß Angst. Wenn der Rat sich weigert, den Segen des ewigen Lebens anzunehmen, behalten wir den Glutstein eben für uns selbst. Wehe dem, der unsere Zuflucht stört. Ich glaube, wenn ich auf OK drücke, gibt es ein ganz großes
gibt es einen großen Kampf. Ja. Oh, hallo Süße. Na super, die Schwestern, na toll. Das wird ein Spaß. Ah. Mana nicht ausreichend. Ich glaube, die Waffe ist super. Der Big Loot, hoffentlich. Wo ist die andere hin? Habe ich die alle drei jetzt platt gemacht? Eine Prügelstab. Hört sich lustig an. Okay, das war ein bisschen traurig. Ich hätte mir mehr auch erhofft. Der Rat hat befohlen. Achso, ja, kenne ich. Ring behalte ich mal. Ich brauche dringend Identifizierungsschriftrollen. Ich könnte natürlich ein Stadtportal erschaffen. Grab der Erweckten Ebene 7. Weißt du was, ich gehe mal zur Stadt. Grüne Gegenstände haben schwache Verzauberung, blaue sehr seltene, violette sind super und... Schön, sie zu sehen! Okay, du bist ein Mann des Eisens. Du bist ein Mann des Eisens. Gegrüßet seid ihr! Auf Wiedersehen! Oh, Giftresistenz und 50 Gesundheit. Weißt du was? Hallo. Okay, wir haben den schrecklichen Wasker erschlagen. Alles klar. Woher ich weiß, wo diese Monster zu finden sind. Nun, wir Baden wissen so etwas eben. Baden wissen das. Ja, ja, ist klar. So lautet, so lauert beispielsweise 10 Ebenen unter Torchlight eine vergessene Bestie namens Abzamant. Tretet gegen sie an und erzählt mir die Geschichte eures Triumphs. Ja, kann ich machen. Wir haben eine neue Quest gestanden. Okay, du kannst mir nur so einen Kram verkaufen. Hi, tschüss. Was kann ich für Sie tun? Hier kann ich was Neues platzieren. Das kann rüber. Ich will mal gucken, ob ich hier was machen kann. Okay. Ich find's komisch. Ich dachte, ich krieg daraus einen besseren Ring. Aber dem war wohl. Das Glück ist ihnen hold. Dem war wohl nicht so. Und 6 Giftschaden. Ich krieg gut Giftschaden, ne? Ich probier mal was. Das würde ich gerne behalten. Das kann ruhig weg. Glück ist auf ihrer Seite. 9 Giftschaden, das ist super. Okay. Gute Reise. Guten Tag. Oh, ihr habt ihn gefunden. Das ist ja großartig, aber irgendwas daran ist seltsam. So dunkel irgendwie. Vielleicht ist das bei Todesglutstein ja normal, aber ich fühle im Inneren des Stücks minimale Spuren eines lebenden Geistes. Danke für die Suche danach. Hier ist eure Belohnung, wie versprochen. Super, ein bisschen Ruhm. Brauchen Sie etwas? Habt ihr je Glutsteinvene gesehen, die durch Wasser verläuft? Ich habe gesehen, dass bei schimmernden Glutsteinen, dabei schimmernder Glutstein entstehen kann. Aber ich habe so etwas noch nie selbst gesehen. Haltet die Augen offen danach. Sie haben eine neue Quest gestartet. So, ich will aber gerne hier weiter zum Dungeon. Um...
Treppe nach oben. Ich habe so das Gefühl, dass die Aufgabe noch weitergeht und dass ich langsam mal einen Break von der Aufgabe machen sollte. Ich gucke gleich mal im Questjournal nach. Finde die Bibliothek des Aufsehers Sill. Aber von... Nee, nach da unten bin ich doch gegangen. Und da habe ich... Genau, ich bin runtergegangen und habe dann... Okay, ich verstehe. Ich mache trotzdem Stadtportale, mache ich einen Break. Bevor wir jetzt hier großartig mit anderen Sachen weitermachen. Ich glaube, ich brauche generell auch mal hier einen Break. Und würde sagen, macht's gut, Leute. Haut rein, euer Graf. Ciao.